Übrigens auch hiermit nicht abschalten können. Du verlässt die Party schon so früh? Was ist mit den anderen Gästen? Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest. Ist mir ganz schön egal mittlerweile, muss ich sagen. Ich will einfach nur deinen ziemlich weißen Po versohlen. Backen, du. Ah, was haben wir hier drin? Sehe ich nicht? Warum sehe ich das nicht? Sonst sehe ich das doch immer. Oh, wie frustrierend. Du hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt? In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten und dann sterben. Der Boden ist nicht so alt, wie er aussieht. Verstärktes Glas mit Stahlteilen. Die Farben sind nur aufgedruckt. Das Gel wird ihn nicht zerstören. Noch 1:30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Nur ein Scherz. Da geradeaus. Weißt du noch die Achse? Für sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern. Tick-tack, tick-tack. Oh ja, ich bin gleich da. Gar nichts drin. So wie jedes Mal. Danke, Batman. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen. Als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kam hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Das ist okay, passiert immer. Ich habe ein Funkgerät gehört. Ihnen wurde befohlen, sich im Büro des Anstaltsleiters zu treffen. Dr. Young hat versucht, ihre Forschungsaufzeichnungen über die Formel zu verstecken, als sie gefangen wurde. Wo hast du sie versteckt? Liegt doch bestimmt auf der Karte. Vielleicht auch nicht. Sehe ich noch irgendwelche Fingerabdrücke? Ja. Das ist kein Hinweis, doch. Aber natürlich nur im Detektivmodus. Oracle, ich habe Dr. Youngs Formel gefunden. Gut. Heißt das, du hast Joker gestoppt? Es ist nie so einfach mit ihm. Was hast du da, Batman? Nein, nicht die Formel. Was mache ich jetzt bloß? Wer kann mir jetzt helfen? Was? Vielleicht unser alter Freund Sis? Ich bin ihm gerade auf seinem Weg zurück aus den Gärten begegnet, weil er sicher wieder seinen kranken Fantasien nachgegangen ist. Vielleicht bringt er sie zum Reden. Ich bin mir fast sicher, dass er es schafft. Guter Plan, Bats. Ah, doch. Ich dachte gerade, haben keinen neuen Eintrag, aber doch haben wir. Also raus aus der Kacke. Hier schon wieder Gas.
Warum war da schon wieder Gas? I walk this lonely road on the boulevard of broken dreams. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Irgendwie ist mit My shadows are the only one beside me. Du darauf bestanden hast, den Film nochmal zu sehen, Bruce. Komm schon, wir kommen zu spät zur Antwort. Es tut mir leid, Daddy. Sei nicht so hart zu ihm, Tom. Er liebt es doch so. Alfred wird warten. Mach weiter, Bruce. So I walk alone. Aha. 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 Wo bringst du uns hin? Aha. Aber es fängt an zu regnen. Bruce ist müde. Können wir nicht hier auf ihn warten? Komm schon, los weiter. Wir sind fast da. So I walk alone. Das wird immer mehr zu der Gasse. Oh, bitte, dafür gibt's keinen Grund. Bleib, wo du bist. Ich schieße. Ich gebe ihm was. Oh, Daddy! Tom! Oh Gott! Oh Gott, Tom! Seien Sie still, Link. Ruhe jetzt. Her mit dem Gang. Gehen Sie weg von mir! Lauf! Mami! Alter, ist unser Gesicht verpixelt. Nach wie vor, ich finde sie sehr hübsch. Komm, Junge, hier lang. Setz dich in mein Büro. Geht's ihm gut? Er schafft's schon. So ein Junge mit so viel Geld, dem wird's schon gut gehen. Sei still, sofort. Er ist 8 und ganz allein. Das kann auch Geld nicht ändern. Wie du meinst, Gordon. Sein Butler kommt, um ihn abzuholen. Hast du gehört? Er hat einen Butler. Das tut mir leid. Ich muss dir nur einige Fragen stellen. Kann ich dir was bringen? Ist alles okay? Er hat einen Butler. Ich weiß, du bist nicht in der Stimmung, mir zu antworten, aber nur so können wir den Schuldigen finden. Warum hat er das getan, Officer? Warum? Ich weiß nicht. Es ist diese Stadt. Mit der Stimme. Und hör zu, mein Junge. Nenn mich Jim. Nenn mich Jimmy. Die geile Bohne. Müssen wir gegen Scarecrow kämpfen? Was versuchst du anzustellen? Also, kämpfen. Aus seinem Albtraum entkommen. Ich würde behaupten. Und am Ende der Furcht das Vergessen. Dass wir da oben die Dinger runterbekommen müssen. Ich hatte aber halt kein Ziel dafür, deswegen dachte ich, es geht vielleicht nicht. Feedback in einem UI ist somit das Wichtigste, da was man ja tun kann. Das war mir nur dumm. Weil ich jetzt gerade genervt davon bin, dass das scheiße ist. Ja, weiter, halt die Fresse. Du musst das nicht. Weißt du, dass er dafür laden muss, dass ich 2 Meter gelaufen bin? Das ist schon eine Frechheit. So, ich habe die Batclaw ausgerüstet. Ah, ich muss also einfach diesmal random schießen. Let's go.
Oh, ich muss kämpfen. Gegen Skelette. Das ist ja cool. Ich weiß nicht warum, aber das finde ich gerade ist eine coole Erweiterung zu dem hier. Ja klar, ne, Skelette irgendwie ein bisschen abgedroschen mit Angst und so. Aber keine Ahnung, ich finde das ist ganz ulkig. Also allgemein, die Scarecrow-Level, finde ich, sind irgendwie gedacht eine schöne Abwechslung. Ob die jetzt unbedingt grandios umgesetzt worden sind, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest mal was anderes. Ich weiß auch nicht, wie alt dieses Spiel ist, um ehrlich zu sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass das, wenn es tatsächlich ein bisschen älter ist, das für damalige Verhältnisse eventuell ein Schmankerle war. Es gibt kein Entkommen. Nur werden wir ja sehen. Hier müssen wir wieder kämpfen, weil die Kamera anders ist. Okay, wir dürfen auch nicht in das Licht wahrscheinlich rein, weil er uns sonst sieht. Schön auch, dass die Skelette richtig zerfallen. Weiß nicht, finde das gut. So. Aber ich muss nochmal klettern, okay. Seite zur Seite, nach oben, nach oben. Lauf. Haben es auch fast geschafft, da vorne ist das Bad-Signal. Und lauf. Nein, das Bad-Signal vertreibt alles Böse! Recurring Nightmare. Hat jemand die Fledermaus gesehen? Los, jemand muss doch gesehen haben, wo er hin ist. Ein furchteinflößender Mann, der einen Uhang trägt, der aus dem Schatten hervorspringt und nutzlosen Gangstern den Kopf abreißt. Irgendjemand? Nein? Hahaha, gut. Oh, ich bin wieder hier. Bitte lass mich nicht nochmal kämpfen. Lass mich hier einfach erstmal raus. Ich will ein bisschen wieder was von der Story haben. Wenn jetzt welche gekommen wären, dann hätte ich selbst Schuld gehabt. Ich hab's ja echt drauf angelegt, da durch den Metalldetektor zu gehen. Dann hätte ich das akzeptiert. Alles gut. Komme ich noch da oben? Okay, von hier aus. Alles gut. Ich
Da oben. Verfickte Backtracking, ey. So. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich in den botanischen Garten, kann das sein? Nee.